Poncho. So, Leute, danke für das Einschalten. Heute zeige ich euch den verbesserten Albright-Knoten, um Fluorcarbon-Vorfach an eine geflochtene Hauptschnur zu binden. Fangen wir mal an. So, als erstes machen wir hier ein Auge. Lassen genug über, machen uns ein schönes Auge. Dann nehmen wir die geflochtene Hauptschnur und tun die von unten durchs Auge durch, wie ihr sehen könnt. Nehmen uns genug Schnur, ruhig 20 cm. So, dann nehmen wir das in die andere Hand. So, hier nehmen wir ein bisschen mehr, so. Jetzt fangen wir an. Achtmal binden wir das hier drum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. So. Haben wir hier noch ein gutes Stück über, das brauchen wir jetzt. Und zwar, das ist die Verbesserung an dem Albright-Knoten. So, das haben wir jetzt hier, das Auge. Da gehen wir fünfmal mit der überstehenden geflochtenen Schnur durch, dreimal, um die anzubinden, um die Schlaufe, damit er auch ganz sicher nie wieder aufgeht. So, zweimal. Und dreimal. So, dann sind wir auch schon fast fertig. Und zwar feuchten wir das Ganze, dann sieht das so aus. Und jetzt feuchten wir das an und ziehen einfach nur zusammen und haben hier einen wunderschönen Verbindungsknoten zwischen Haupt- und Vorfachschnur. Die überstehenden Stücke können wir abschneiden. So. Und somit haben wir dann einen ganz minimalen Knoten, der auch durch die kleinsten Ringe durchgeht. So, ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert, den Kanal abonniert, ein Like da lasst. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne kommentieren. Ansonsten hoffe ich, hat euch der verbesserte Albright-Knoten weitergeholfen. Teilt das Video, wenn einer die Knoten nicht so gut kennt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten Poncho, bis zum nächsten Mal.